Hallo und herzlich willkommen zu meinem Test des Mophie Juice Pack für das HTC One. Hier sehen wir dann schon das Juice Pack, wir haben es hier in matt schwarz und im Endeffekt muss ich sagen, ich habe das HTC One schon seitdem es rauskam, insofern schon ein paar Monate und während es ein wirklich gutes Smartphone ist, gehört leider die Akkulaufzeit nicht zu den besten Aspekten. Insofern ist das dann, wo das Mophie Juice Pack ins Spiel kommt. Wir finden hier eine Hülle mit einem Akku, der 2500 mAh hat, insofern eine Verdopplung der Akkulaufzeit. Auf der Rückseite finden wir dann noch ein paar Informationen zu dieser Hülle. Insofern ist diese sehr leicht dafür, dass sie so einen großen Akku eingebaut hat. Man kann natürlich direkt über USB nicht nur die Hülle laden, sondern auch das HTC One und natürlich auch direkt synchronisieren. Wir haben auch einen Standby-Knopf, damit man zum Beispiel, wenn der Akku des HTC One voll ist, nicht noch weiteren Strom in das Gerät leitet. Und dann nochmal einen LED-Indikator für den aktuellen Ladestatus der Hülle. Aber nun genug geredet, schauen wir uns doch einmal die Hülle an. Hier sehen wir sie dann schon. Dann können wir sie hier einmal rausnehmen, legen die kurz zur Seite und sehen dann, dass wir im Endeffekt nur noch das USB-Kabel da drin haben. Insofern ist das sehr nett, dass das auch direkt mitkommt. Aber jetzt die Verpackung zur Seite und dann schauen wir uns die Hülle nochmal an. Wir haben dann auch hier direkt so einen Quick-Start-Guide, wobei diese Hülle wirklich sehr simpel ist. Insofern muss man sich da nicht viel durchlesen. Natürlich steht hier noch so drin, was man mit dem Akku sonst nicht machen sollte. Zum Beispiel, wenn man es dann mal entsorgen will, nicht einfach in den Hausmüll schmeißen. Und hier haben wir dann schon die Hülle. Dann schnappe ich mir jetzt mal mein HTC One, das wir dann jetzt hier sehen. Und dann dockt das unten direkt in den USB-Anschluss. Insofern passt das perfekt. Und dann packt man einfach nur noch hier oben sozusagen den Deckel drauf. Dann macht es einmal Klick und dann ist das HTC One hier schon komplett in der Hülle. Wir sehen natürlich, dass wir einen großen Ausschnitt hier haben für die Kamera und den Blitz, damit die nicht beeinträchtigt werden von der Hülle, weil man natürlich auch sieht, wie dick die Hülle tatsächlich ist. Dafür, dass dann so ein großer Akku drin ist, muss natürlich auch dementsprechend die Dicke des Geräts dann größer werden. Insofern sieht man dann hier, es ist auf jeden Fall ein relativ großer, nicht nur Gewichts-, natürlich auch Dicke-Gewinn oder Verlust, je nachdem, wie man sieht. Aber was natürlich schön zu sehen ist, dass man immer noch die Boom-Speaker hier hat, die nicht verdeckt werden von der Hülle. Unten hat man dann natürlich dementsprechend auch noch Zugang jetzt zu dem USB-Anschluss dieser Hülle, der aber dann auch direkt weitergeleitet wird, im Endeffekt in das Smartphone. Oben haben wir natürlich dann nochmal einen Ausschnitt hier für den Kopfhöreranschluss und hier nochmal den An- und Aus-Knopf. Dieser, muss ich sagen, fühlt sich sehr taktil an. Insofern gefällt er mir ehrlich gesagt sogar besser als den, den man jetzt direkt auf dem HTC One nur hat. Ich finde den immer relativ knapp bemessen. Also insofern hat er nicht viel Spielraum und ist nicht so besonders gut zu drücken. Hier auf der rechten Seite haben wir dann natürlich auch noch Lautstärke hoch und runter. Und das klappt auch ohne Probleme, wie ihr hier sehen könnt. Und insofern muss ich sagen, vor allem eben, dass man die Möglichkeit hier hat, die Akkulaufzeit zu verdoppeln, ist schon wirklich klasse. Auf der Rückseite haben wir dann hier diesen Indikator. Insofern, wenn wir einmal draufdrücken, dann sehen wir, dass wir 3 von 4 Balken haben. Insofern ist der Akku ca. 75% geladen. Und hier kann man dann einfach den Knopf umlegen und dann fängt das HTC One an, nach kurzer Zeit schon zu laden. Insofern sehen wir das zum Beispiel dann schon hier. Das HTC One lädt jetzt. Hier oben sehen wir es. Und es ist wirklich ein großer Gewinn, vor allem wenn man zum Beispiel viel unterwegs ist und nicht so ein externes Akkupack immer mit einem Kabel noch am Gerät haben möchte, dann ist es doch wirklich gut, hier eine Hülle zu haben, die einen solch großen Akku integriert hat. Und ich muss sagen, mir hat das Juice Pack sehr gut gefallen. Diese schwarz-matte Rückseite ist auch relativ griffig und insofern muss man auch keine Angst haben, dass einem das Gerät zum Beispiel aus den Händen fällt. Und insofern ist das Juice Pack auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man mehr Akkulaufzeit für zum Beispiel sein HTC One benötigt. Natürlich gibt es dies auch unter anderem für das Galaxy S4 oder auch für Geräte wie das iPhone von Apple. Dies beendet dann auch schon meinen Test des Juice Packs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, gebt bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal.